Knusprige Pochas mit Knoblauchwurst und Käse. Für den Teig habe ich einen Würfel frische Hefe, einen Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel Öl und ein bisschen Wasser erstmal vermischt und gebe 800 Gramm Mehl, einen Esslöffel Salz und so ungefähr 400 Milliliter Wasser hinein und bereite einen geschmeidigen Hefeteig vor. Den habe ich dann abgedeckt und eine Stunde gehen lassen. Nach einer Stunde ist der Teig wirklich sehr, sehr schön geworden. Ihr könnt auch hier die Konsistenz ganz genau erkennen. Ich werde ja immer wieder gefragt, wieso mein Teig so schön wird, euer nicht. Dann müsst ihr einfach die Gehzeit beachten. Jetzt werde ich aus dem Teig Bällchen vorbereiten. Die waren bei mir so groß wie eine Zitrone. Ihr könnt die aber kleiner oder aber auch größer halten. Für die Füllung nehme ich Knoblauchwurst und Käse. Am besten eignet sich dieser Knoblauchwurst in Scheiben. Dann braucht ihr die auch nicht zu schneiden. Und ich nehme Kaschalpenere und Jumurtjagdpenere. Ich habe erstmal Knoblauchwurst schön klein geschnitten und ich habe meinen Käse auch schon mal in kleine Stücke geschnitten. Was ich an der Käse schön finde, ist, dass sie einzeln abgepackt sind und man kann so viel herausnehmen, wie viel man benötigt. Ihr könnt aber auch Gouda nehmen. Ich habe dann die einzelnen Bällchen mit den Händen leicht angedrückt und gebe Knoblauchwurst hinein und schließe das einfach zu einer klassischen Pocha. Die Seiten werden einfach zusammengeschlossen und dann umgedreht. Das ist klassische Pocha-Form in der türkischen Küche. So habe ich dann alles schon mal vorbereitet und beiseite gelegt. Ihr könnt hier zum Beispiel auch ein bisschen geriebene Käse hineingeben, Kaschalpenere. Ich habe das jetzt ohne Käse gemacht, aber mit Käse würde das auch richtig lecker schmecken. Ich gebe Käse später darüber. Ich habe ein Eigelb mit ein bisschen Milch vermischt und gebe meine Pochas einfach hinein und dann werden sie in Sesam gewälzt, aber nur mit einer Seite. Ich drehe einmal um und gebe die auf ein Blech. Also die Seite mit dem Sesam kommt nach oben. Dann habe ich sie einmal eingeschnitten und Käse in diese Vertiefung hineingegeben. Wie gesagt, ihr könnt den Käse auch mit hineingeben und dann natürlich zusätzlich darüber. Dann schmeckt das richtig lecker. Ich habe es aber an dem Tag nicht gemacht. Ich habe die dann im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad so ungefähr 40 Minuten gebacken. Durch das Sesam werden sie richtig knusprig und lecker. Ihr könnt den Sesam vorher auch anrösten.